Ich habe mich schon als Kind sehr für Naturwissenschaft und Technik interessiert und spätestens dann in der Oberstufe im Biologie-Leistungskurs habe ich gemerkt, dass ich unbedingt was machen möchte, was Biologie und Technik miteinander kombiniert. Ausschlaggebend für die Entscheidung, an der Uni Stuttgart zu studieren, war tatsächlich, dass es den Studiengang Technische Biologie nur hier an der Uni Stuttgart gab damals. Und der hat mich einfach so interessiert durch seine sehr interdisziplinäre Verknüpfung von Ingenieurswissenschaften mit Biologie, dass ich dann eben hierher wollte. Sehr gut an meinem Studium gefallen hat mir die interdisziplinäre Ausrichtung. Also wir hatten ganz einzigartige Fächerkombinationen wie zum Beispiel Verfahrenstechnik, aber auch Biophysik, Biostatistik, gepaart mit klassischen Biologiefächern wie Pflanzenbiotechnologie oder auch Zellbiologie. Und zum Beispiel die Kombination aus Zellbiologie und Bioverfahrenstechnik ermöglicht einem dann zu verstehen, wie ein Bioreaktor funktioniert und wie man damit verschiedene Moleküle wie Insulin oder Antikörper herstellen kann. Und diese Kombination fand ich einfach sehr spannend. Das Thema Biomedical Systems ist in meinen Augen sehr zukunftsrelevant, weil es uns ermöglicht, durch neuartige Technologien innovative Medizin voranzutreiben. Gerade am Beispiel von Krebs, da ist ja das Problem, dass es so eine komplexe Krankheit ist, weil einfach jeder Patient bzw. jeder Tumor anders ist, dass es kein Allheilmittel geben kann im Prinzip. Und ein Gedanke, der mich mein ganzes Studium lang antrieb und auch jeden Tag aufs Neue motiviert hat, war die Vorstellung, eines Tages bei der Entwicklung effektiverer und besserer Krebstherapien mitzuarbeiten und damit das Leben von ganz vielen Krebspatienten zu verbessern.